Liebe Genossinnen, liebe Genossen, von der einen oder anderen Seite wird uns ja jetzt vorgeworfen, das, was die SPD jetzt finanzpolitisch macht seit diesem Parteitag, das ist nur noch Ideologie und nicht mehr Vernunft. Aber es war immer die Ideologie und niemals die Vernunft die Grundlage der Idee, dass man die Handlungsfähigkeit des Staates eingrenzt. Es war der nahezu religiöse Irrglaube, dass es nur mit einem schwachen Staat irgendwann für alle besser wird. Inzwischen wissen wir aber, weil es dazu auch viel empirische Forschung gibt, dass Innovation, die zu Wachstum führt, staatliches Kapital braucht. Nein, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Aber nur wenn der Staat oder nur der Staat hat, kann das Risiko eingehen, das man braucht, um Innovation zu schaffen. Innovation wie zum Beispiel das Internet, Innovation wie zum Beispiel GPS, Innovation wie zum Beispiel Touchscreens. Klar, dann braucht es auch Unternehmen, die erkennen, dass wenn man diese Innovation zu einem Handy zusammenbaut, dass es dafür einen Markt gibt, dass man in diesen Markt investieren muss und dass man auf diesem Markt etwas verkaufen kann. Aber Genossinnen und Genossen, es kann doch nicht sein, dass genau diese Unternehmen erst die staatliche Grundlagenforschung nutzen, dann die staatliche Infrastruktur nutzen und dann am Ende Steuermodelle verschiedener Staaten so gegeneinander ausspielen, dass sie fast gar keine Steuern mehr bezahlen müssen. Das ist nicht nur nicht gerecht, das ist auch entgegen jeglicher Vernunft, weil das Geld am Ende vorn und hinten fehlt. Was aber passiert, wenn man dem Staat vorschreibt, dass er nicht mehr investieren darf, dass der Staat sich zurückhalten muss? Dann spielt man mit der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und darum, Genossinnen und Genossen, müssen wir über die Schuldenbremse reden. Im Antrag STW 79 aus Nordrhein-Westfalen, da stand ursprünglich mal drin, dass wir die Schuldenbremse abschaffen wollen. Und ich finde es auch richtig, ich habe es ja selbst auch reingeschrieben. Die Antragskommission schlägt dort jetzt einen anderen Satz vor, der lautet, die Schuldenbremse darf nicht zu einer Zukunftsbremse werden. Genossinnen und Genossen, ich kann verstehen, dass wir hier nicht einfach nur einen Satz sagen wollen, der heißt, wir wollen die Schuldenbremse abschaffen. Es gibt nämlich ein Szenario, in dem eine Schuldenbremse Sinn machen würde. Das Szenario ist, wir wollen es verhindern, aber es kann passieren, dass irgendwann andere Regierungen kommen, in einer Regierung, in der die Marktfanatiker der FDP mitregieren und alle Steuern senken wollen, damit den Staat kaputt zu machen, kann eine Schuldenbremse funktionieren. Aber, Genossinnen und Genossen, der Satz, so wie er jetzt drinsteht, reicht eigentlich nicht aus, weil, wenn wir in eine neue Zeit gehen wollen, dürfen wir nicht nur beschreiben, dann müssen wir auch sagen, was wir machen wollen. Dazu kommt, dass die Schuldenbremse, so wie sie im Moment verfasst ist, tatsächlich Investitionen ausbremsen kann. Und deswegen schlage ich hier einen Kompromissvorschlag vor, dass wir den Satz, wie er im Antrag steht, erstmal drinstehen lassen. Das ist der Antrag STW 79, die letzte Seite, Zeile 12. Aber an diesen Satz anhängen den folgenden Satz: Deshalb wollen wir die Schuldenbremse in ihrer derzeitigen Form überwinden und mehr Investitionen ermöglichen. Genossinnen und Genossen, das ist mein Antrag. Glück auf! Vielen Dank, Micha.